Sally. Sally Schladan. Poet, Lyriker, Schriftsteller, politischer Redakteur, durchaus auch ein bisschen. Okay. Und Rockmusiker. Ja. Wenn du auf der Bühne stehst, dann geht im Saal. Na, ich mach meine Arbeit. Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, in welchem Umfeld und in welcher Zeit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das war in Kharkiv. Mhm. Der Krieg hatte begonnen, die Aggression hatte begonnen. Das war Frühling 2014. Ja, genau, bald 8 Jahre her. Mhm. Wir saßen in einer komischen Kneipe bei Leuten, die halb mit im Untergrund waren. Die Frau kochte für die Soldaten, die nicht nur Soldaten waren, sondern für die, die an der Front kämpften. Mhm. Es gab einen Armenier, der brachte Waffen dorthin, aber es war da noch weniger die reguläre ukrainische Armee, die es nicht gab. Ja, sondern es waren andere Freiwillige, bei denen wir auch ein Fragezeichen machen, aber hätte es sie nicht gegeben, hätten wir vielleicht nicht mehr in Kharkiv gesessen. Kannst du dich noch erinnern daran? Ich erinnere nicht, aber ich erinnere diese Zeit. Ja. Ja. Und das war eine sehr spezifische Zeit, weil war sehr wenig Information. Und die Leute verstehen nicht, was passiert, ja. Zum Beispiel in Donetsk, in Luhansk. Ja. Und war sehr viele falsche Informationen. Ja. Ich war zum Beispiel das war schon April 2014, ja. Ich war in Luhansk, Donetsk, Altschewsk, die Stadt, wo waren schon Separatisten und einige Gebäude waren schon mit russischer Fahne. Andere Gebäude, Administrationsgebäude waren mit ukrainischer Fahne. Aber die Leute verstehen nicht, waren total desorientiert. Ja? Und sie haben gesagt, dass jetzt kommen aus der Westukraine die Nationalisten und sie. Bandera. Ja, Bandera. Ja. Und sie haben das auch ohne Ironie gesagt. Ja. Das war eine sehr, sehr spezifische Zeit. Ja. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl der Angst. Mhm. Und es kroch so an einem Hoch, dass man wirklich nicht wusste, ist der Maidan in einer Woche zu Ende, weil er mit russischen Truppen beendet wird. Ja, man war Angst und die Leute möchten etwas machen, aber verstehen nicht, was können sie machen. Weil, hast du sehr richtig gesagt, dass wir hatten keine Armee. Wir hatten keine Polizei, weil unsere Polizei, sie waren für Separatisten. Ja. Viele, 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 nicht alles natürlich, aber viele Leute, die waren in Polizei. Das war etwas sehr spezifisch, das war normal. Ja. Und dann entwickelte diese freiwillige Bataillone, die möchten kämpfen. Ja. Und dann kommt Girkin mit seiner Truppe nach Polen. Dann haben wir jetzt schon fast vergessen, nach 8 Jahren. Ja, beginnt schon richtiger Krieg. Ja. Ich erinnere, dass ich habe aus Donetsk nach Kiew am 3. Mai geflogen mit Flugzeug. Und das war voll Flugzeug, waren viele Journalisten, viele Businessmen und viele Politiker. Und sie haben aus Donetsk gekommen, ja, schon steht hier in Slowensk. Schon waren diese Sache in Odessa, das war 3. Mai, und Odessa war dieser große Streik am 2. Mai. Und also war viele Angst und die Leute verstehen nicht, was passiert. Ja. Also an Odessa war ich im Mai, wenige Tage nach diesem Ereignis an dem Bewerbschaftshaus. Und auch da war überall das Gefühl der Angst. In krassem Gegensatz, Jaidan, zu der Stimmung, die es ja lange Zeit auf dem Maidan gegeben hat, die ja fast Volksfestcharakter hatte, mit Musik und Bands und unheimlich hell und viel Freundlichkeit. Vielen, vielen internationalen Besuchern, die euch allen Mut zugesprochen haben, macht weiter. Und auch Unterstützung. McCain lebte noch. Ja. Und ich habe damals
immer mit schon etwas ängstlichem Gefühl unten gestanden und gedacht, hoffentlich muss der Westen das ein, was er hier verspricht, die vielen Gäste. Wissen Sie, auf was Sie sich einlassen? Und es verdüsterte sich dann ja auch die Stimmung. Und das ist, glaube ich, nochmal das, was ich von dir nochmal gerne hören würde. Der Widerspruch zwischen dem hellen Maidan, der dann kippte in so eine beängstigende Situation. Es war klar, jetzt wird es wirklich ernst. Und dann kam der Krieg. Und wie hast du erlebt, diese Hoffnungen, die es gab und die Realität, die sich dann entwickelt hat? Das ist eine interessante Sache, weil natürlich viele Leute haben heute in der Ukraine diese Enttäuschung, ja, Rascherwanie, Enttäuschung. Aber ich denke, dass die Leute, die haben von Anfang an etwas gemacht, sie haben keine Enttäuschung. Sie haben die Wünsche, weiterarbeiten und etwas zu machen. Natürlich, das waren sehr schwere 8 Jahre, ja, das ist klar, ja, 8 Jahre. Dauert den Krieg. 8 Jahre haben wir russische Okkupanten in Krim. Aber doch, ich sehe, dass in der Ukraine sehr viele Leute haben noch große und starke Energie. Und das ist interessant, dass die Gesellschaft verändert. Ich verstehe, dass heute in der Ukraine oder hier in Europa ist große Skepsis, wenn sprechen wir über unsere Reformen, diese Vektor, pro-europäische Vektor. Ja. Aber doch, ich bin Optimist. Ach, wie schön. Ja. Weil ich hatte damit nicht unbedingt gerechnet. Ich kann mich erinnern an einen Text von dir, wo du sich sehr enttäuscht geäußert. Und wo politische Berlin und über den Westen. Wo war dieser Text? vielleicht, aber verstehst du, vielleicht war das Skepsis, aber keine totale Enttäuschung, okay. Denke ich. Ich verstehst du, hier ist solches Moment, dass natürlich wir in der Ukraine alle warten von europäischen oder amerikanischen Politikern etwas sehr radikal. Ja? Und ich denke, das ist nicht besonders. Das ist nicht richtig. Das ist unser. Die Probleme in der Ukraine ist zum ersten Teil unsere Probleme. Natürlich, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe, aber alle unsere Präsidenten wählen wir selbst. Ja? Alle unsere Deputaten wählen wir selbst, nicht Frau Merkel, ja, oder deutsche Bürger. Ja? Und hier ist das ein bisschen naiv und infantil. Warten, dass zum Beispiel Präsident von USA oder Kanzlerin von Deutschland etwas zu uns machen. Aber natürlich, wenn deutsche Politiker treffen mit russischen Politikern, ja, und sprechen über Nord Stream, das ist sehr guter Grund für Enttäuschung. Ja, ja, also das sehe ich. Du hast eben gesagt, hier sind die Leute naiv. Du meinst wahrscheinlich in der Ukraine mit der Erwartung, die Rettung würde von außen kommen, aber ich würde dann als deutsche Staatsbürgerin sagen, wir sind vielleicht auch etwas naiv. Ich erinnere an die Debatte, die Robert Habeck von der Front wiederkam. Und wenn man an der Front Soldaten sieht, die ihr Leben einsetzen, weiß man, dass sie natürlich auch Ausrüstung brauchen. Und das ist in Deutschland schon ein Thema, für das es wenig Verständnis gibt. Ja, wir sprechen hier in Deutschland oder Sie hier in Deutschland oder wir dort in der Ukraine, wir sprechen über Demokratie, über Liberalismus, über Recht, ja, aber russische Soldaten stehen in Donetsk und Luhansk. Und hier ist alle diese Gespräche natürlich ein bisschen sinnlos. Ja, das ist eine Realität, mit der wir uns in Deutschland schwer tun. Ich komme regelmäßig nach Deutschland und ich habe hier mit sehr verschiedenen Leuten gesprochen. Und ich erinnere zum Beispiel, das war im März 2014, das war in diesem Tag war Referendum in Krim.
Referendum von Russland organisiert. Ja? Und wir hatten hier bei Volksbühne solche Diskussion mit einem Deutscher, er war kein Politiker, er war Experte. Mhm. Experte in osteuropäischer Politik. Ja? Und er hat gesagt, dass Krim gehört zu Russland, dass alles ist klar, das ist ja. Alles ist sehr einfach und natürlich Ukraine hat keine Rechte, etwas in Krim machen. Und für mich war sehr interessante Reaktion die Publikum. Also war ein Vollsaal, also das war etwa, ich weiß nicht, das große Publikum, ja. Und halb Publikum war für die Ukraine, halb für Russland. Ja. Ja, und wenn sprechen wir in der Ukraine, dass hier in Deutschland alle Leute unterstützen die ukrainische Demokratie, das ist leider nicht so. Ja. Also eine Erfahrung, die ihr jetzt macht, dass Berlin nicht voll und ganz und Deutschland nicht voll und ganz hinter der Ukraine steht, die machen wir natürlich auch. Und wir lernen etwas über uns selber, wie tief in Deutschland die emotionale Verbindung zu Russland ist, aus einer Mischung aus schuldberechtigtem Schuldgefühl, aber das wir natürlich der Ukraine gegenüber auch haben sollen, weil der Zweite Weltkrieg mit diesen ungeheuerlichen Verbrechen ist auch und vor allem auf eurem Boden ausgetragen worden. Langer historischer, kultureller Verbundenheit. Ich verstehe das, ja. Ja, also es ist viel. Wir sprechen inzwischen von den langen Linien der Geschichten und wir lernen, dass sie viel tiefer noch einen Resonanzboden finden und sind darüber sehr erreicht. Ich verstehe das und ich sehe das. Und das ist ganz klar, dass Deutschland hat viele Stereotype über Osteuropa und über diesen post-sowjetischen Raum. Ja, das ist klar. Aber das Problem ist nicht nur in dieser Stereotype und in dieser Information, die bekommen die Leute hier von Kindheit. Das Problem ist auch, dass viele Medien, deutsche Medien, internationale Medien, sie schreiben über die Ukraine oder geben die Informationen über Ukraine und ihre Redaktion sind in Moskau. Zum Beispiel. Und das ist ein bisschen schwer, etwas objektiv zu sagen. Ja, wobei ich sagen muss, dass die großen Printmedien bei uns eine wunderbare Arbeit leisten. Die großen Printmedien sind hervorragend. Schon diese kleineren, die sich auf Agenturen verlassen müssen, da hast du recht, die sitzen inzwischen in Moskau und nicht mehr in der Ukraine. Also wir sind auf einem langen Lernprozess. Ja, und hier verstehst du, Entschuldigung, das ist noch ein Problem und für mich das ist sehr wichtigster Punkt, ich spreche darüber. Das heißt, dass Ukraine hat auch nicht viele Möglichkeiten, über selbst etwas normal zu sprechen und selbst zu erklären. Das ist unser Problem. Wir haben unsere Subjektivität nur letzte Jahre und wir haben keine diese Terminologie, wir haben keine Narrative. Wir probieren nur über sich hier in Europa sprechen, nicht wie über post-sowjetische Republik, sondern wie über normales Land mit unserer Geschichte, unserer Sprache, unserer Kultur und so weiter. Gut, wobei wir sehen da auch Bewegung. Es hat sich politisch jetzt ja ein neues Format gebildet, das heißt das Trio Georgien, Moldawien, Ukraine. Also drei Länder, die unter dem Dach der östlichen Partnerschaft sind, aber verstehen, dass sie gemeinsam ihren Weg Richtung Brüssel gehen und auch ein Stück durchdrücken müssen. Also wir sehen den Prozess, aber wir brauchen ihn beide. Wir müssen mehr lernen über uns und unsere Gesellschaft und wir tun es mit euch zusammen, weil ihr ein guter Spiegel seid für uns. Jaidan, noch ganz kurz, weil vermutlich die Leute uns nicht drei Stunden zuhören würden, obwohl wir sicher drei Stunden was zu sagen hätten. Du arbeitest ganz viel mit Jugendlichen. Das ist unendlich wichtig, weil der Kontakt zu jungen Leuten, es ist die nächste Generation, sie sind faktisch schon fast eine Generation, die nur Kriegszeiten kennt. Ja, es sind schon viele Kinder, die... Fast erlebt, ja. Und für mich
eigentlich, das ist sehr, sehr wichtig, mit Kindern arbeiten und mit jungen Leuten arbeiten. Ich habe so eine kleine Stiftung, ja, und wir arbeiten in Ost der Ukraine mit der Schule, mit Internaten, mit Kindergarten, mit Bibliotheken, mit den Leuten, die etwas im Bildungssystem reformieren möchten. Das ist sehr wichtig, weil ich bin selbst aus der Sowjetunion. Ich war in Pionierorganisation. Ja, und ich verstehe, dass wir alle haben große Mentalprobleme. Und für mich ist es sehr schwer, heutige Welt zu verstehen und in heutige Welt normal zu leben. Und wir haben sehr schwere Bagage. Ja? Das heißt, das Aufwachsen in sehr autoritären Elternhäusern und Institutionen. Ja, hier ist gute Beispiel ist heutige ukrainische Macht. Das sind junge Leute, sie sind 40, 45 Jahre alt, aber sie sind auch aus der Sowjetunion. Und, ja. Aber diese junge Generation, diese Millennialen sogenannte, ich denke und ich glaube, dass sie haben bessere Möglichkeiten, sie haben bessere Perspektiven, aber sie brauchen große Hilfe. Ja. Und wir arbeiten mit Kindern, zum Beispiel zwei Wochen vor war ich in Avdiivka, das ist neben Donetsk. Wir haben dort ein Festival gemacht und dort war Dörfertheater, also Schultheater. Mhm. Das, dort ist kleines Dorf, ja, und dort ist Theater. Und die Kinder haben ein Theaterstück gemacht. Und das, sie sind Amateure, ja? Aber das ist sehr wichtig, dass sie etwas machen, ja? Dass sie etwas machen auf ukrainischer Sprache, dass sie verstehen, das wollen sie in der Ukraine, nicht im postsowjetischen Raum, nicht in russischer Welt, sondern in der Ukraine. Ja, natürlich, das ist Donbass, das ist Ostukraine, das ist eine spezifische Region, aber alle Regionen sind spezifisch. Vermutlich weitgehend russischsprachig bisschen. Auf den Dörfern sprechen Leute mit sogenannten Surzhik. Also ein Wort auf Russisch, ein Wort auf Ukrainisch. Okay. Aber in der Stadt, ja, sprechen Russisch. In Kharkiv auch, mehrere Leute sprechen Russisch. Und fängt das an, sich zu verändern? Das verändert, ja. Natürlich, mehr Leute sprechen heute Ukrainisch. Aber versteht, hier ist auch, das auch ein Fehler der Terminologie. Russen sagen, russische Propaganda sagen, dass Ostukraine ist russischsprachige. Das ist unkorrekt. Ostukraine ist zweisprachig. Mhm. Also alle Leute dort in der Ukraine verstehen Russisch, aber Ukrainisch auch. Und ukrainische Sprache ist für sie nicht fremd. Ja, natürlich, sie sprechen mehr Russisch, das für sie ist erste Sprache, aber Ukrainisch ist auch ihre Muttersprache. Mhm. Das ist wichtig. Sprache ist hochpolitisch und dazu angetan, große Emotionen hervorzurufen. Ja. Ich hoffe auch, dass bei dem Weg der Rückeroberung, der ja auch mutwillig durch Stalin ausgelöschten ukrainischen Sprache, dass es trotzdem einen behutsamen Weg gibt, damit die russischsprachige Bevölkerung sich nicht ausgegrenzt fühlt. Ja, das ist das Wichtigste. Jadan, auf dem Maidan wurde immer gesagt, wir wollen nach Europa. Ja. Und ich habe ihm gesagt, das ist falsch, Leute. Ihr seid Europa. Ich denke, ja, das ist okay. Das vielleicht sollten wir nochmal betonen, insbesondere zu uns Westeuropäern, die lange Jahre gedacht haben, an der polnischen Grenze hört das auf mit Europa, weil die EU ist Europa. Ihr zeigt uns, dass Europa sehr viel größer ist. Und ich freue mich auf das nächste Konzert, wo ich dich auf der Bühne sehe mit einer Energie, die du dann entfaltest. Nächste Monate nur in der Ukraine, aber ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr kommen wir wieder nach Berlin. Wir hatten hier das letzte Konzert bei Alexanderplatz, das war im Jubiläum vor das Mauerfall. Oh ja. Ja. Jetzt müssen wir noch Corona vertreiben gemeinsam und wir sind aber bei 30 Jahre ukrainische Souveränität. Ja. Also doch ein Grund wirklich zu feiern. Und ich bin froh, dass du eigentlich doch optimistische Nachrichten hast. Danke. Schön. Danke.